zu unserem unfallchirurgisch-orthopädischen Kolloquium der BG Penny Ludwigshafen. Das ist noch ein bisschen ungewohnt, auch für mich, so vor einem nie trockenen Auditorium zu stehen. Das Auditorium ist zwar vorhanden, aber nur virtuell. Ich darf Sie herzlich hier aus dem 9. Stock der BG Klinik begrüßen. Mit mir im Raum sind der Dr. Reiter, unser Referent, den ich gleich noch vorstellen werde, der Dr. Garter, der das hier wieder realisiert hat und die Technik umgesetzt hat. Dafür ganz herzlichen Dank, Herr Garter. Und der Dr. von Rekum, mein Stellvertreter, und der dieses Kolloquium hier seit Jahren organisiert und auch für dieses Jahr und willkommen zum ersten Kolloquium in diesem Jahr wieder ein hervorragendes Programm zusammengestellt hat, in der Mitwirkung natürlich der verantwortlichen Bereichs- und Sektionsleiter. Und bevor ich Herrn Dr. Reiter einführe mit seinem Thema heute, vielleicht noch ein Hinweis auf unsere Kolloquiumsthemen dieses Jahr, die dann irgendwann im Laufe des Jahres auch hoffentlich wieder mit persönlicher Präsenz stattfinden können. Aber ich bin erstmal dankbar, dass wir es auf dem Weg auch weiterführen können, diese Traditionsveranstaltung, die es schon seit mehr als 30 Jahren hier im Haus gibt, mit nahezu ununterbrochener Folge, außer durch pandemiebedingte Ausfälle, das kontinuierlich stattgefunden. Im Februar wird Herr Dr. Meich über das Phasenmodell der Rehabilitation beim Schwerverletzten sprechen, auch ein spannendes Thema, das Thema Reha-Lücke schließen, derzeit auch sehr virulent in aller Munde. Frau Haarhaus über ein spannendes Thema im März, die Nervenrekonstruktion, Möglichkeiten und Grenzen. Da gibt es enorm neue Möglichkeiten. Die Frau Neubrecht spricht dann über die individualisierte Hüftendoprothetik im April. Unser Schulterteam über Therapiealgorithmen an der Rotatorenmanschette auch immer wieder mit neuen Entwicklungen. Dann die geriatrische Traumakarriere wird von unserer Geriaterin und Dr. Garter vorgestellt. Wie kann man diese Abwärtsspirale der immer wieder auftretenden Frakturen und der geringeren Mobilität und Verlust an Lebensqualität durchbrechen? Herr Bickert spricht über die Skapulopseudarthrose, wie vermeiden und wie behandeln im Juli. Frau Blessing über proximale Humerusfrakturen beim alten Menschen, vor allem in der Differentialintegration zwischen Prothese und Osteosynthese. Dann haben wir einen Gast, der freue ich mich jedes Jahr, dass Professor Schmittenbecher zur Traumatologie im Erwachsenen-Skelett sprechen wird und wir wieder den Ellenbogen sicher in den spannendsten Regionen im kindlichen Alter beleuchten wird. Dr. Niglari, unser Orthopäde und Leiter der Querschnittabteilung und Leiter der technischen Orthopädie, wird über das Thema guter Stumpf, schlechter Stumpf sprechen und entscheidend, wie ein guter Stumpf für Lebensqualität und Prothesenversorgung sein kann. Und Dr. Münzberg, Leiter von unserem Traumabereich und Hubschrauberarzt, über den vermeintlich stabilen Mehrfachverletzten, über die Untertriagierung von falsch eingeschätzten Patienten, die uns dann akut Probleme machen können. Und dann Dr. von der Linden, Stellvertreter von Dr. von Rekum, wird dann zum Schluss im Dezember über den schmerzhaften Sportlerfuß referieren und über Ursachen und Behandlungsoptionen. Also so mal ein kleiner Ausblick auf dieses Jahr. Wie gesagt, hoffentlich dann irgendwann auch mal wieder in einer besseren Interaktion persönlich. Aber für viele von Ihnen draußen hat das natürlich auch Vorteile, dieses Webbasierte. Sie müssen nämlich anreisen. Wir haben bei den Anmeldungen erfreulicherweise gesehen, dass auch sehr viele von Ihnen eine weitere Anreise hätten, also dass unser Einzugsradius durch dieses webbasierte Kolloquium doch ein bisschen größer geworden ist. Und vielleicht ergibt sich auch, dass im Laufe der Zeit, dass wir das dann als Hybridveranstaltung anbieten können, sodass Sie dann auch die Gelegenheit haben, den Klinikalltag bis kurz vor dem Meeting, bis kurz vor dem Kolloquium zu gestalten und sich damit einzuwählen, wenn Sie nicht persönlich kommen können oder in Ihren Praxen, wo ja Mittwochs nicht mehr traditionell geschlossen ist und Sie auch viele Patienten behandeln müssen, diesem aufgabengerecht werden können. Wir freuen uns natürlich aber trotzdem dann besonders, wenn es wieder geht, wenn Sie hier persönlich sind, wenn wir persönlich mit Ihnen reden können. Und wir freuen uns dann auch ganz besonders, wenn Sie persönlich spannende und interessante Fälle mitbringen, die wir gemeinsam diskutieren. Jetzt würde ich gerne das Wort an Dr. Reiter übergeben. Zuvor aber noch ein wichtiger Hinweis für das Sammeln von Fortbildungspunkten, denn das hat auch Dr. Garter organisiert. Also wie
Die Veranstaltung ist bei der Ärztekammer zertifiziert. Und da gibt es dann ein paar Rahmenbedingungen zu beachten. Die Ärztekammer fordert dort eine bestimmte Vorgehensweise. Also es müssen Codes eingegeben werden. Sie bekommen von Herrn Dr. Gartner dann eine Mail zugeschickt. Da können Sie dann diese Codes eingeben und bekommen dann Ihre CME-Punkte gut geschrieben. Also merken Sie sich jetzt 6923, schreiben Sie es irgendwo auf. Und zum Schluss gibt es dann die Folie mit der zweiten Nummer. Und dann gibt es den Link und dann tragen Sie das ein und dann gibt es die Punkte. So ist das halt. Dr. Reiter leitet bei uns einen sehr großen Bereich. Wir BG-Kliniken sagen, septische Chirurgie, die Behandlung von posttraumatischer Osteitis, infizierten Pseudarthrosen, infizierten Osteosynthesen und infizierten Prothesen ist ein Schwerpunkt. Ich will nicht sogar sagen, identitätsstiftend. Wir haben hier, wie gesagt, sehr komplexe Fälle. Und so ein Dauerbrenner ist natürlich der erhebliche Knochenverlust, der Segmentdefekt. Und Herr Reiter zeigt Ihnen einige Wege, diesen Segmentdefekt anzugehen, zu behandeln. Und die Frage ist, führen alle Wege nach Rom? Vielleicht führen viele Wege nach Rom. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wie lange braucht man bis Rom? Also für den Patienten ist es natürlich ganz entscheidend, in welcher Zeit der Hospitalisation, in welcher Zeit der Arbeitsunfähigkeit, der körperlichen Beeinträchtigung, kann sein Problem gelöst werden. Ich freue mich, dass der Dr. Reiter sich hier auch mit seinen vielen spannenden Fällen vorbereitet hat und übergebe das Wort. Herr Reiter, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Professor, für die einleitenden Worte. Ich darf Ihnen heute zum Segmentdefekt berichten. Der Titel wurde ausgewählt mit Führen alle Wege nach Rom, was ich extrem spannend fand, weil das ist eine Folie, die ich normalerweise am Ende meiner Vorträge zeige. Diesmal zeige ich sie zuerst, weil viele Wege führen nach Rom. Und die Frage ist, welches ist der richtige Weg nach Rom? Und ist es auch wirklich Rom, wo wir hinkommen und nicht Mailand oder Madrid? Hauptsache Italien. Warum zeige ich Ihnen diesen Spruch? Das ist zum einen eine Hommage an Dr. Vetter, der in seiner Antrittsvorlesung auch einen Fußballspruch eingebracht hat. Diese Tradition wollte ich gerne fortsetzen. Zum anderen kann man da sehen, Rom, Mailand, Madrid, Hauptsache Italien, um das zu übersetzen, welches Verfahren wir wählen. Letztendlich ist egal, Hauptsache wir heilen am Ende. Was das noch verdeutlichen soll, dieser Spruch, es gibt sehr viele Experten in Deutschland, 82 Millionen Fußballtrainer. Alle wissen, wo dieser Spruch herkommt, nämlich von diesem jungen Herrn. Jetzt geht leider die nächste Folie nicht. Da ist er. Wird gemutmaßt diesem Fußballer zugesprochen. Aber die wahren Experten wissen natürlich, dass es nicht er war, sondern dieser hier, nämlich Andi Möller, der diesen Spruch geprägt hat. Das nur, es kommt auch auf das Expertenwissen an. Und das nur als kleine Einführung. Was wollen wir heute lernen? Segmentdefekte. Dafür ist es erstmal wichtig, dass wir uns Gedanken dazu machen, wie ist ein Segmentdefekt überhaupt definiert? Gibt es eine genaue Definition und daraus dann abgeleitet die einzelnen Therapieoptionen, die wir haben, um diesen Segmentdefekt zu therapieren? An Therapieoptionen stehen uns letztendlich diese fünf Möglichkeiten zur Verfügung, wie Sie hier aufgeführt sehen. Das ist zum einen die autologische Spongiosa, dann der vaskularisierte Knochensparen, das Knochentransplantat, Knochenersatzstoffe, hier sage ich gleich, dazu werde ich nicht allzu viel sagen, da haben wir in den letzten Jahren relativ viel zu referiert, Vorträge gehalten, geforscht. Ich werde trotzdem ein paar Worte dazu sagen. Dann die Maskenet-Technik, schon lange etabliertes Verfahren. Und als letztes die Distraktionsosteogenese, also den Segmenttransport, sowohl über ein internes Verfahren als auch über das externe Verfahren, über den Fixateur extern, sind die Möglichkeiten, die wir haben, um den Segmenteffekt zu schließen. Beginnen wir mit dem ersten, dass wir uns erstmal Gedanken machen, warum reden wir überhaupt über diesen Segmenteffekt und warum rede ich als Sektionsleiter der septischen Abteilung darüber. Wir haben viel mit Pseudarthrosen zu tun, je nach Studienlage bis zu 48% der langen Röhrenknochen bei Frakturen bilden Pseudarthrosen aus.
Und in nicht wenigen Fällen, nämlich bis zu 15% dieser Pseudarthrosen, handelt es sich um Infektpseudarthrosen. Das hat dazu geführt, dass ich mich mit dieser Thematik gemeinsam mit dem Team der septischen Chirurgie kümmere. Auch wenn wir sagen, 15% sind Infektpseudarthrosen, können wir nur bei einem Viertel der Patienten überhaupt einen positiven Keimnachweis führen. Das hat zum einen damit durch die Antibiotikagabe zu tun, zum anderen sehen wir häufig makroskopisch, aber auch histologisch, dass es ein Infekt ist, aber der Mikrobiologe kann uns eben keinen Keim nachweisen. Wenn er uns das nachweisen kann, dann handelt es sich häufig um Gram-positive Erreger. Wann kommt es zu den Infektpseudarthrosen oder Pseudarthrosen? Zum einen bei offenen Frakturen, geringer Weichteilmantel, ausgeprägte Gewebetraumatisierung, also sowohl durch das Trauma selbst, aber auch durch die Operation. Und was hier nicht aufgeführt ist, aber was mitentscheidend ist, ist der Patient selbst. Also die üblichen Vorerkrankungen, Diabetes, Raucher, PAVK, all diese Dinge müssen damit in Betracht gezogen werden. Jetzt habe ich mich gefragt, gibt es eigentlich eine Definition für den Knochendefekt? Und das kann man klar sagen, es gibt keine einheitliche Definition. Wir Unfallchirurgen neigen ja dazu, alles relativ gut zu klassifizieren. Beim Knochendefekt haben wir das noch nicht gemacht. Wir können es nur beschreiben. Die Größe des Defektes können wir beschreiben. Also, da kann man sich jetzt hier schon mal merken, die 3 cm bzw. 5 cm. Warum? Darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Wo ist das Ganze lokalisiert? In der Diaphyse, Metaphyse. Metaphyse ist ein Gelenk beteiligt. Bezieht sich der Knochendefekt auf eine reine intramedulläre Lage? Ist die Corticalis durchbrochen oder haben wir gar einen zirkulären Defekt, wie wir es hier im Bild sehen, wo der Defekt mit einem Knochenzement aufgefüllt ist? Für ein zweizeitiges Verfahren. All diese Dinge muss man mit in Betracht ziehen, wenn man sich dann später Gedanken macht, wie man das Ganze eigentlich therapieren möchte. Es gibt eine Einteilung für Knochendefekte von Herrn Czerny bzw. Mader. Das bezieht sich aber mehr auf die Osteomyelitis, ist aber hilfreich, wenn wir uns später Gedanken machen zur Versorgung. Hier ist es als Stage 1 bezeichnet, das ist der rein intramedulläre Knochendefekt. Stage 2, superficial, zieht die Weichteile und die Corticalis mit ein, lokalisiert dann ein lokalisierter Corticalis-Defekt und in der Stage 4 diffuse Destruktionen. Kommen wir zur ersten Therapieoption, die wir haben, um Knochendefekte, Segmentdefekte zu therapieren, haben wir die autologe Spondylosarplastik. Das ist ein altes Verfahren, schon lange getätigt, ist, muss man sagen, der Goldstandard. Die Frage ist nur, bei welchen Defekten. Je nach Literaturangabe, hier habe ich meine Literatur aufgeführt von 2012, da wird aufgeführt bis zu 5, 6 Zentimetern. Es gibt andere Literaturen, die sagen bis zu 10 Zentimetern. Wir waren bis vor wenigen Jahren noch bei 5 Zentimetern, aber man muss sagen, wenn man die aktuelle Literatur anschaut, ist eigentlich der Goldstandard bei Defekten bis zu 3 Zentimetern. Auch hier muss man sagen, wichtig ist, dass man schon sich überlegt, ist die Corticalis mitbeteiligt, weil dann wird es mit der Spongiosa-Plastik schon schwieriger. Und das sieht man hier in dieser Übersichtsarbeit von den Kollegen Heiß et al., die sich mal damit beschäftigt haben, also wofür kann man Spongiosa verwenden, sowohl autolog als auch allogen. Und man sieht bei der autologen Spongiosa sehr schön, dass eine Osteokonduktion stattfindet, Osteoinduktion, Osteointegration und auch eine Osteogenese, aber dass wir eine schlechte Biomechanik haben. Das heißt, wenn wir einen Kortikaldefekt haben, ist die Spongiosa-Plastik an sich nicht das Ziel. Dann müssen wir wechseln auf den kortikalen Span, haben dann aber dafür eine schlechtere Osteogenese, Osteoinduktion. Das heißt, da kommen wir dann schon ein bisschen ans Limit, was die Spongiosa-Plastik so auf ein Segmentdefekt angeht. Die allogene Spongiosa, das war da etwas schnell, sehe ich nur als Zusatz. Wird auch hier so unter den Anwendungen angegeben, weil insgesamt die Ergebnisse, was die Osteointegration und die Biomechanik angeht, nicht sehr gut sind. Hier mal ein Beispiel aus unserem Haus. Das war ein knapp 50-jähriger Patient, der sich eine Klavikularfraktur zugezogen hatte. Dem haben wir dann plattenosteosynthetisch versorgt. Es kam zur Pseudarthrosenbildung. Wir haben die Pseudarthrose reseziert. Das sehen Sie im linken Bild und dort einen Zementblatthalter eingesetzt. Und dann zweizeitig nach 6 Wochen mit einem Beckenkammblock, mit einem Beckenkammschwamm sozusagen aufgefüllt.
ist schön eingeheilt, der Patient kommt gut zu Bett. Wir gewinnen über den Beckenkamm leider nur recht wenig Spongiosa, sodass wir in den letzten Jahren wieder dazu gekommen sind, das RIA-Verfahren zu verwenden. Das haben wir so ein paar Jahre, muss man sagen, ein bisschen vernachlässigt. Es ist aber sehr angenehm für den Patienten. Zum einen ist die Schmerzsymptomatik bei der RIA-Entnahme, also man entnimmt über das links abgebildete Instrumentarium aus dem Femur heraus die Spongiosa, geht auch an der Tibia, ist aber nicht so ergiebig und gewinnt da sehr schöne Mengen an Spongiosa. Das sehen Sie auch abgebildet in dem Becher. Weniger Schmerzen für den Patienten, größere Mengen und die Komorbiditäten sind geringer. Man muss nur daran denken, bei diesem RIA-Verfahren kann es durchaus mal zu einer Fraktur von Femur oder Tibia kommen. Hier sehen Sie mal einen Fall aus unserer Klinik, den wir nach Bezoldarthrose an der distalen Tibia aufgefüllt haben. Links den Defekt vor Transplantation und rechts dann die Bilder zeigen die eingehende Spongiosa. Insbesondere auf dem linken Bild, also auf dem mittleren Bild sozusagen, sieht man sehr schön, wie die Spongiosa schon in den Knochen integriert ist. Und das ist gerade mal 6 Wochen, das CT 6 Wochen nach der Annahme. Die nächste Möglichkeit, die wir haben, ist, den Segmenteffekt zu therapieren, die vaskularisierte Knochentransplantation. Hier gibt es eine Arbeit von Professor Sauerbier aus diesem Jahre, in dem er beschreibt, dass der langstreckige ossäre Defekt mittels Biofibula als eine Standardmethode ansieht, jedoch eine hohe Komplikationsrate sieht und deswegen eine strenge Indikationsstellung und da auch die enge Kooperation zwischen plastisch, rekonstruktiver und unfallchirurgisch-orthopädischer Disziplin ansieht. Das ist bei uns im Hause Standard, also die Kooperation mit der plastischen Abteilung läuft da sehr gut. Viele Fälle, die wir gemeinsam therapieren. Wir machen das auch, den vaskularisierten Knochenersatz. Insbesondere dann, wenn sowieso durch die schlechten Weichteile eine lappenplastische Deckung notwendig ist, bietet es sich an, gleichzeitig mit der lappenplastischen Deckung auch einen vaskularisierten Knochenspan einzusetzen. Hierzu ein Fall aus unserer Klinik. Das ist ein 12-jähriger Junge, den wir über das Friedensdorf zu uns in die Klinik bekommen haben, mit einem großen flächernden Defekt an der Tibia. Letztlich muss man sagen, war das höchstwahrscheinlich eine Tibia-Dysplasie, die extern vortherapiert war und dann zu uns kam. Da sieht man zum einen die weichteilige Problematik, kann man anhand der vielen Klammern einliegend erkennen. Es bedurfte hier einer lappenplastischen Deckung. Und in gleicher Sitzung hat Professor Kneser mit seinem Team hier eine gefäßgestielte Fibula von der Gegenseite eingesetzt. Es kam zur Ausheilung und das Bild des Jungen zeigt ihn bei seiner Rückkehr in Angola, was immer sehr erfreulich ist, wenn die Kinder da zurückkehren und erfolgreich therapiert wurden. Dazu gibt es auch eine Arbeit bei uns aus der Klinik, aus der plastischen Abteilung. Die Kollegen haben bereits 2012 hierzu veröffentlicht und haben gesagt, dass Segmenteffekte größer 6 cm sehen Sie die One-Stage-Rekonstruktion mittels freier vaskularisierter Knochentransfers als Grundstamm. Da sind wir nicht so ganz einer Meinung. Es ist eine Möglichkeit aus meiner Sicht, jedoch nicht der Goldstandard. Bei schlechten Weichteilen, wie gesagt, ist es sicherlich eine gute Möglichkeit. Hierzu nochmal einen weiteren Fall, auch bei uns aus der Klinik. Drittgradig offene Tibia-Fraktur, das resultierte letztlich in 19 mm großer Defekt, wurde dann von den plastischen Kollegen mit einem feinen Paraskapulallappen mit einer gefäßgestielten Fibula in Double-Barrel-Technik von der Gegenseite versorgt und von uns plattenosteisch und medisch zusätzlich stabilisiert. Letztendlich konnte so das Bein erhalten werden und eine gute Funktion erreicht. Jetzt kommen wir zu den Knochenersatzstoffen. Hierzu möchte ich sagen, ja, es gibt sie. Es gibt sie in einer Vielzahl. Es gibt dazu viele Studien, die uns sagen, es ist das Beste, was es gibt, es ist das Schlechteste. Eine Sinnhaftigkeit muss hier hinterfragt werden, was die Durchbauung angeht. Wir haben jetzt ziemlich lange Zerament verwendet, ein Knochenersatzstoff, ein keramischer mit einem Antibiotikum versetzt, wo wir teils gute Ergebnisse hatten, was die Infektprophylaxe angeht, was die Durchbauung angeht und die sonstigen Komplikationsraten, war es auch ein bisschen mehr, als wir uns das gewünscht hätten in jetzigen Nachuntersuchungen.
haben jetzt einen weiteren Knochenersatzstoff getestet, das ist das Perosan. Auch ein calciumhaltiger Knochenersatzstoff, den man mit einem Antibiotikum versetzen kann und in die Defekte einfüllen kann. Wir haben jetzt bisher knapp 40 Patienten versorgt, wo wir gute Ergebnisse haben, was die Infektprophylaxe angeht. Wir hatten bisher nur einen Rezidivinfekt. Über die knöcherne Integration kann man auch noch nicht so viel sagen. Was man jedoch sieht, auch wenn man sich das Bild anschaut, wir verwenden das aktuell nur bei Patienten, wo wir einen rein intramedullären Defekt haben und die Corticalis steht. So viel zum Thema Knochenersatzstoffe. Ich denke, das ist ein abendfüllendes Thema, was wir vielleicht im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr mal wieder angehen können. Als nächstes die Maskeleetechnik. Ist schon 1986 erst beschrieben worden. Es wird in einem zweizeitigen Verfahren die Pseudarthrose bzw. der Knochendefekt ausgeräumt, gesäubert. Es wird ein Knochenzement eingelegt. An diesem Knochenzement bildet sich innerhalb von 6, andere Autoren sagen 12 Wochen, die sogenannte Maskelee-Membran. Die sehen Sie im rechten oberen Bild. Und in diese Maskelee-Membran wird dann eine Spongiosa eingefüllt. Und durch diese Maskelee-Membran kommt es zur besseren Integration der Knochenzellen und so kann dann letztendlich der Defekt überbrückt werden. In Röntgenbildern sehen Sie einen Humerus, der letztendlich den Knochendefekt relativ zentral hatte. Großer Defekt von circa 5 cm. Da sehen Sie dann im linken unteren Bild die Zementeinbringung und dann letztendlich die Auffüllung mit der Spongiosa und die Ausheilung in den beiden unteren Bildern. Mit der Maskelee-Technik haben sich viele Leute beschäftigt. Ich habe diese Studie mal aufgeführt, weil man an ihr viel erkennen kann. Zum einen, wenn man sich die einzelnen Studien anguckt, sieht man, es handelt sich in keinem Fall um eine randomisierte, doppelverblindete, multizentrische Studie, sondern es sind eigentlich nur retrospektive Studien. Fallserien, prospektive Studien, viel Expertenwissen. Dann kann man daraus erkennen, wenn man der ersten Zeile des Maskelee selbst 2000 veröffentlicht sieht, mit welcher Defektgröße die dort behandelt werden, teilweise bis zu 25 cm, und dann eine Rate der Heilung von 100% verspricht, halte ich das für sehr offensiv. Aber man sieht auch, dass es allein in dieser Studie zu einer Effektrate von 16% kam. Jedoch insgesamt, wenn man alle Studien vergleicht, wird über diese Maskelee-Technik schön beschrieben, dass man gute Einheilungsraten bekommt, einem relativ geringen Komplikationsrate. Man muss dazu sagen, hier sind viele der Studien aus dem Bereich der Tumorchirurgie. Das habe ich jetzt hier mal komplett ausgeklammert, weil das nicht mein Thema ist. Und da sind die Heilungsraten natürlich bei keinem Infekt vorliegen deutlich besser als bei uns in den infizierten Knochen. So. Die nächste Folie zeigt uns dann schon das letzte Thema, nämlich den Segmenttransport, hier aufgeführt, sowohl der Segmenttransport über den Fixateur extern auf der linken Seite, hier mit einem Elisabo-Fixateur. Gibt da inzwischen verschiedenste Hersteller. Wir haben da Monorail-Fixateure, alle Möglichkeiten, das sehr fortentwickelt, auch nicht nur altersherkömmlich mit dem Elisabo-Fixateur zu machen, sondern da gibt es wirklich schöne Implantate inzwischen. Und dazu die Alternative auf der rechten Seite, den reinen Transport über ein internes Verfahren. Dazu komme ich danach. Jetzt würden wir erstmal mit dem Fixateur extern anfangen. Hier ein Fall aus unserer Klinik, eine 42-jährige Patientin, die sich bei einem Skiunfall eine drittgradig offene Unterschenkelfraktur zugezogen hat, distal, die nach vielen Operationen letztlich in diesem Bild endete. Was Sie in der Defektauffüllung sehen, ist bereits eine gefäßgestielte Fibula. Die Plattenauflage von Dorsal und wie man erkennen kann, ist auch diese Platte bereits wieder gebrochen, sodass wir uns dann letztlich hier zum Knochentransport entschieden haben. Und das sehen Sie hier über einen Monorail-Fixateur vom Ventral angelegt, an der Platte entlang der Transport des Knochenfragmentes
von proximal nach distal. Das sind die initialen Bilder nach der Operation. Wenn wir auf die nächste Folie gehen, sehen wir dann, wie das Fragment unten ankommt und dann letztlich eine Bronchoskopie an die Doggingstelle gemacht, durchgeführt wurde und es so zur Ausheilung kam. Hier gibt es eine sehr schöne Arbeit von Aktuklu et al. Aus dem Jahre 2019, die sich mal ganz intensiv mit dem Fixateurtransport beschäftigt haben. Das sind jetzt einige Folien, die Sie wahrscheinlich auf Ihrem Bildschirm gar nicht so genau erkennen können, aber man kann gute Rückschlüsse daraus ziehen. Wenn wir sehen, dass viele der Autoren angeben, eine Knochenqualität, eine Knochenanreicherung von 100%, sagt es schon mal, dass das Verfahren an sich erfolgsversprechend ist. Was wir aber auch sehen können, ist, wenn wir in die drittletzte Zeile schauen, da steht Complications per Patient, dann sehen wir teilweise Komplikationsraten von 2,73 pro Patient. Das heißt, jeder Patient entwickelt im Verlauf des Fixaturtransportes 2,73 Komplikationen, was doch recht viel ist für einen Patienten. Was können wir aus dieser Folie schließen? Aus dieser Folie sehen wir in der ersten Spalte, wie lange nach dem eigentlichen Trauma mit dem Transport angefangen wurde. Und das sind teilweise 21 Monate, bis zu 21 Monaten nach dem eigentlichen Trauma wurde erst mit dem Transport angefangen. Und man sieht in der zweiten Zeile, wie viele Voreingriffe bei den Patienten stattgefunden haben, bis man sich zum Transport entschieden hat, bis zu 35 Eingriffe. In dieser Tabelle können wir sehen, welche Größe die Knochendefekte umfassten. Auch hier eine ganz 1 cm bis hoch zu 20 cm können damit. Weitermachen. Also, das ist das Ergebnis meiner Werkzeuge. Können damit versorgt werden. Und in der vorletzte Zeile können wir erkennen, wie lange ist die Phase, bis mit dem Transport angefangen wird. Weil bei dem Fixateurtransport oder auch bei dem internen Verfahren ist es so, man führt die Kortikotomie durch und danach muss man eine gewisse Zeit warten, bis man mit dem eigentlichen Transport anfängt. Und hier sind eigentlich sich alle einig, dass man 7 Tage wartet, dass die Zellen sich etwas regenerieren können und dann fangen wir mit dem Transport an und haben so die besten Ergebnisse. Und hier jetzt noch das Eigentliche, worauf ich hinaus wollte, nämlich die Anzahl der Komplikationen. Und wenn wir uns die erste Arbeit anschauen, es wurden 22 Patienten mit dem Elisaro-Fixateur versorgt und transportiert und 22 davon hatten einen Pin-Infekt plus weitere Komplikationen und das zieht sich durch alle Arbeiten durch, dass es eine hohe Infektrate gibt, insbesondere an den Pinstellen, aber auch andere Komplikationen wie die Refraktur, letztlich die Amputation. All das ist hier aufgeführt und man sieht, es ist ein sehr komplikationsträchtiges Verfahren. Das ist auch noch wichtig für die Fragen, die am Ende noch ich Ihnen als Take-Home-Messages mitgeben möchte. Müssen wir eine Dobbing-Prozedur durchführen und das konnten hier in den Arbeiten, kann man das sehen, dass eigentlich der Tenor ist in allen, ja, man sollte das durchführen und es wird auch so gemacht und die meisten nehmen hier die autologe Spongiosa an die Dobbing-Stelle. In wenigen Studien wurde nicht darüber berichtet, in den allermeisten, in denen berichtet wurde, es doch eine hohe Rate an Dobbing-Prozeduren. Die Ergebnisse damit im infizierten Knochen ist an sich der Fixateur extern noch heute der Goldstandard für. Wenig Patientenkomfort. Das heißt, das Transportieren über den Fixateur ist anstrengend für den Patienten. Es ist wenig genau, wenig exakt. Und das Gestell außenrum ist auch für den Tragekomfort nicht sonderlich angenehm, sodass wir uns überlegen müssen, gibt es eine Alternative zum Fixateurtransport. Dazu die nächste Folie. Haben wir jetzt ein Verfahren, das Professor Göring noch hier war und mit mir gemeinsam haben wir einen deutschen Kollegen, der in Dänemark praktiziert, noch auf Fußball gehört, der dieses Verfahren entwickelt hat
Und das haben wir jetzt übernommen und haben jetzt inzwischen 11 Fälle damit behandelt. Deutschlandweit wurde dieses Verfahren ca. 30 Mal durchgeführt. Das nennt sich das PAPS-Verfahren, Leg Assisted Bone Segmental Transport, muss das an sich heißen. Da wird ein Nagel, ein Verlängerungsnagel in den Knochen eingeführt. Es wird eine Platte zur Stabilisierung, zur Überbrückung des Knochendefektes eingelegt. Dann wird der Knochen kortikotomiert und dann über diesen Verlängerungsnagel das Knochenstück an der Platte entlang nach distal oder proximal transportiert. Also beide Richtungen sind möglich. Und letztendlich dockt dann das Knochenfragment unten an und in der Transportstrecke kann eine neue Knochen regeneriert werden. Hier mal ein Fall aus unserer Klinik, einer der ersten, den wir dazu gemacht haben. Das war ein Patient, der war knapp 40 Jahre alt, hat sich diese Unterschenkelfraktur zugezogen. Es kam letztendlich zum Pseudarthrosenverlauf. Wie man an den Röntgenbildern initial und dann den Verlauf sehen konnte, mehrere Operationen später, resultierte der Knochendefekt mit einer Länge von knapp 5 cm, Zementplatzhalter eingelegt und dann zweizeitig den Verlängerungsnagel eingesetzt und über diesen nach distal transportiert und dann kommt es unten zum Dogging an das distale Fragment. Hier weitere Fälle, zum einen links, so ein bisschen unser Paradebeispiel von Patienten, bei denen es hervorragend geklappt hat. Man kann kaum noch das Regenerat vom normalen Knochen unterscheiden. In der Mitte, im Fall, den ich Ihnen aufgeführt habe, wo man sieht, ob das leichte Versatz des transportierten Fragmentes distal tolerabel ist. Letztendlich ist es trotzdem gut eingeheilt und hat eine schöne Regeneration gebildet. Und ganz rechts auch noch ein weiterer Fall von der Tibia, wo man sehen kann, dass es auch dort funktioniert. Unsere bisherigen Erfahrungen damit sagen, es ist ein sicheres Verfahren bezüglich der Transportstrecke. Die Transportstrecke betreffend hatten wir bisher keine Versager. Am Anfang haben wir darüber geredet, sollten wir eine Dogging-Prozedur machen oder nicht. Wenn man das jedoch mal intraoperativ gesehen hat, dieses Knochenfragment schiebt richtiggehend Weichteile vor sich her und die Weichteile legen sich zwischen das Transportfragment und das anzudockende Fragment. Und da kann eigentlich keine Heilung stattfinden, sodass wir uns dazu entschieden haben, letztlich alle Patienten einer Dogging-Prozedur zu unterziehen. Das heißt, nach Abschluss des Transportes kriegen die Patienten eine Spongiosaplastik, gerne mittels RIA und dort nochmal ein Ausräumen des Defektes. Und dann kann man in der Folge auch nochmal über das Transportsystem nachtransportieren und so eine Kompression der Spongiosa erreichen und hat so sehr gute Heilungsraten. An Komplikationen im PAPS-Verfahren hatten wir bisher zwei. Einmal haben wir zu lang transportiert. Das sieht man hier im linken unteren Bild. Dieser Motor, das wird über einen Magneten, den sich die Patienten extern auf das Bein auflegen. Und dann müssen die nur auf den Knopf drücken. Und dann kann man die Rate, die man transportieren möchte, vorher einstellen. Und der Magnet ist da gnadenlos. Der transportiert weiter. Und wenn man zu lang transportiert und es nicht regelmäßig kontrolliert, kommt es dazu, dass eben hier in diesem Falle das unten gegendrückt und dann das ganze Fragment distal nach mediaseitig weggedrückt hat. Das Problem konnten wir relativ einfach lösen. Es gibt für dieses Gerät einen Fast Destructor, den legt man auf und spult dann relativ schnell den Nagel zurück und kann dann so das Problem wieder lösen. Das haben wir links im rechten unteren Bild. So ist es dann letztlich zur Ausheilung gekommen. Eine zweite Komplikation hatten wir. Da konnten wir auch leider kein Bild zeigen. Es gab einmal wohl einen Plattenbruch. Das haben wir jetzt aber nur über zwei Ecken erfahren. Der Patient ist leider nicht mehr zu uns gekommen. Von daher kann ich dazu nichts weiteres sagen. Aber was wir sagen müssen, bisher haben wir beim PAPS-Verfahren keinen Reinfekt. Damit die Vorteile nochmal aufgeführt. Wir haben keine Weichteilkomplikationen. Wir haben insgesamt wenig Komplikationen bei regelrechter Anwendung. Das ist natürlich auch eine gewisse Lernkurve. Inzwischen machen wir es so, dass wir die Patienten alle 4 Wochen einbestellen, in der Transportphase sogar alle 2 Wochen, um zu kontrollieren, funktioniert der Transport, laufen die Röntgenbilder so, wie wir uns das wünschen. Und damit haben wir doch bisher ganz gute Erfahrungen gemacht. Man hat eine hohe Präzision, weil man wirklich bis auf den 0,1 mm genau einstellen kann, wie weit der Patient transportieren soll.
für die Patienten sehr angenehm, weil sie ein äußeres Gestell haben und weil sie über diesen Magneten ein direktes Feedback haben, wie viel sie transportieren. Nachteil sind die Kosten. Bei diesem PAPS-Verfahren muss man mit der Verlängerungsnagel kostet 12.000 Euro. Der ist aber über ein Zusatzentgelt für diesen Nagel abgebildet. Und als letztes der Segmenttransport über einen intramedullären Nagel, der vollbelastungsfähig ist. Das ist jetzt gerade die Beta-Phase abgeschlossen dieses Nagels. Wir waren eins der Krankenhäuser, die sich daran beteiligt haben. Weltweit wurde der jetzt 110 Mal eingebaut. Wir und Ludwigs-Murnau haben viermal bisher diesen Segmenttransportnagel implantiert. Damit sind wir deutschlandweit die beiden führenden Kliniken. Das ist ein sehr schönes Verfahren, aber auch bei diesem Verfahren sieht man eine Lernkurve. Sagen wir es mal so. Der Vorteil ist mit der vollen Belastbarkeit, dass die Patienten kurz nach der OP reha-fähig wären und wir insgesamt ein kürzeres Heilverfahren dadurch vermuten. Von diesen viermal, die wir eingebaut haben, muss man sagen, ist ein Fall gar nicht gelaufen. Den werde ich Ihnen nachher auch noch zeigen. Zwei sind sehr gut gelaufen und einer kämpft noch. Das heißt, da sind wir dadurch, dass wir noch nicht so viel implantiert haben, auch noch in einer gewissen Lernkurve und müssen uns Gedanken machen, wie wir da das weiterentwickeln können. Hier mal ein Fall dazu. Junger männlicher Patient, der sich diese subtrochanteriore Femurfraktur zugezogen hatte, knapp 50 Jahre alt, hat dann die intramedulläre Nahelung bekommen. Wie in einer ganz adäquaten Weise. Trotz allem ist er subtrochanteriell nicht geheilt. Es kam zur Ausbildung der Pseudarthrose. Wir haben dann versucht, über ein zweizeitiges Verfahren wieder die Pseudarthrose zu resizieren, haben das Ganze mit einer entsprechenden proximalen Femurplatte stabilisiert und dann aufgefüllt. Und hier muss man in der Retrospektive sagen, dass wahrscheinlich der Defekt als zirkulärer Defekt für eine alleinige Spongiosa-Plastik bzw. Beckenkammplastik zu groß war und das Ganze dadurch nicht funktioniert hat und die Platte gebrochen ist. Und dann haben wir uns letztendlich dazu entschieden, auch hier einen Transport durchzuführen. Den Nagel haben wir am 12.02.2020 implantiert. Das war unser erster Nagel, den wir implantiert haben. Und da sehen Sie den vollbelastbaren Nagel, der innerlich eine Schiene hat und über diese Schiene im Nagel den Knochen transportieren kann. Auch hier ist ein Transport retrograd oder antegrad möglich. Wir haben jetzt einen retrograden Transport. Wir haben den Patienten dann zwei Wochen nach der Operation in die KSR verlegt unter Vollbelastung. Und im aktuellen CT vom 7.1. gerade ganz frisch sehen wir die gute Integration proximal im Bereich der ehemaligen Defektstelle und auch die Knöchel mit Durchbauung Distal kann man hier sehr schön sehen, wie sich ein wirklich wunderbarer Knochen bildet. Der Patient ist aktuell schmerzfrei in den Beruf zurückgekehrt. Das war unser letzter Fall, den wir gemacht haben. Das war eine suizidale Patientin, die bei einem Sprung sich eine komplexe Pilonfraktur zugezogen hat. Letztlich dann im Infekt in der Resektion des letztlich distalen Unterschenkels endete und dann mit einer Platte von Dorsal von uns stabilisiert wurde mit einem Zementspacer, wiederum zweizeitig und dann den Segmenttransportnagel vor knapp am Ende des Jahres eingebaut bekommen hat. Und über diesen transportieren wir jetzt das Knochenfragment nach distal in die Arthrodese hinein. Dieses Verfahren ist noch nicht so häufig durchgeführt worden, von daher sind wir gespannt, ob es letztendlich funktioniert. Bezüglich der Knochentransportstrecke machen wir relativ wenig Gedanken, jedoch das Dogging unten im Talus wird spannend. Dazu gibt es noch zu sagen, die Transportstrecke, auch da gibt es unterschiedlichste Aussagen, wie viel soll man eigentlich transportieren. Es hat sich letztendlich jetzt, wenn man die Literatur anschaut und unsere eigene Erfahrung ist, dass man an der Tibia mit 0,75 mm am Tag transportiert und am Femur mit 1 mm am Tag. Und das Ganze kann man dann aufteilen über diesen Magneten wunderbar. Zum Beispiel bei 1 mm am Tag, dass man bis in zwei Sitzungen macht, einmal morgens, einmal abends oder dann 0,75 auf drei Sitzungen aufteilt. Und das ist wirklich so die beste Transportstreckenzeit, um dann ein gutes Regenerat auch zu bekommen. Und hier jetzt der komplette Versager, der versprochene, polytraumatisierter Patient, der sich unter anderem diese distale Femurfraktur und proximale Femurfraktur zugezogen hat. In der mittleren Bild sehen Sie die initiale Versorgung.
mit der Platte distal bzw. der DH-Klinge proximal. Proximal kam es auch zu einer guten Ausheilung. Distal resultierte letztlich die Pseudarthrose. Da dürfte dann das nächste Bild machen. Und das sind dann die Bilder nach vielen Operationen. Ganz links wiederum der Zementplatzhalter mit einem Defekt von knapp 12 cm Strecke. Überbrückt, oben die DH-Klinge rausgenommen zur Infektprophylaxe und dann einen Nagel, einen retrograden, vollbelastbaren Segmenttransportnagel eingebaut. Und da kam es dann, wie es kommen musste. Der Knochen ist proximal gebrochen im Bereich des ehemaligen Klingenlagers. Was Sie hier sehen, sind Schlingen, die wir in das Transportfragment reingemacht haben, weil der Patient einen recht langen Oberschenkelknochen hat von knapp 50 cm. Diese Segmenttransportnagel sind aber aktuell nur bis 400 mm erhältlich, sodass wir da ein Problem hatten mit der Länge auch. Wir konnten sie nicht weiter oben verankern. Das Ganze hat dann natürlich nicht funktioniert. Dann haben wir uns dazu entschieden, das Ganze mit einer Platte zu überbrücken und sozusagen von diesem vollbelastbaren Segmenttransportnagel umzuwandeln in ein PARPS-Verfahren. Auch das ist aber leider oben letztendlich alles ausgebrochen und hat sich infiziert. Und wo wir jetzt stehen, zeigt das nächste Bild. Wir sind wieder beim Fixateur. Hier eine Fixateurkonstruktion der Firma Orthofix mit einem doppelten Halbpunkt distal und entsprechenden Pins im proximalen Fragment. Und der Patient kommt jetzt diese Woche und wir wollen mit dem Transport beginnen. Ich selbst bin nicht so ganz davon überzeugt, ob das Ganze funktioniert. Der Patient lehnt aber die Alternative und da sehe ich nur noch die Amputation ab. Er ist insgesamt relativ non-compliant, er hat den persistierenden Effekt mit Enterobakterien, er ist Diabetiker, also nicht die besten Voraussetzungen. Und da muss man auch sagen, das limitiert das Ganze, wo man sich auch immer Gedanken machen muss, welches der Verfahren man wählt. Damit komme ich zu den Take-Home-Gedanken. Die Defektgröße kleiner 3 cm, was ich Ihnen vorhin berichtet habe, ist aus meiner Sicht die Indikation für die Spondylosaplastik, wie bisher auch. Gegebenenfalls Knochenersatzstoffe, wenn es sich um einen intramedullären Defekt handelt. Auch in Kombination ist das möglich. Kritisch sind die 3 bis 5 cm. Viele Autoren sprechen davon, dass man bei 5 cm sicher eine Spondylosaplastik machen kann. Ich würde hier eher zur Maskeletechnik oder auch je nach Patientenfaktoren zum Transport neigen. Und größer 5 cm sehe ich den Transport als indiziert aus, über ein internes oder externes Verfahren und als Alternative bei weichteiliger Problematik auch hier den vaskularisierten Knochenersatz. Beginn des Transportes mit sieben Tage Latenz, Transportgeschwindigkeit 0,75 mm pro Tag auf dreimal verteilt und man sollte immer eine Docking-Prozedur durchführen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen jetzt zeigen, dass die Wege nach Rom führen. Welches Rom sei dahingestellt, ob es das in Mecklenburg-Vorpommern ist, in der Eifel oder in Nordrhein-Westfalen, Frankreich, Dänemark, Uganda. Hauptsache, es führt nach Rom und es gibt auch das Rom in Italien. Ich hoffe, das konnte ich Ihnen soweit zeigen. Vielen Dank. Ja, wir machen es dann in der Talkshow mit Meter Abstand bei Fragen beantworten. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für diese Darstellung von dem Themenkomplex, der ja eigentlich locker ein ganzes Symposium führt, muss man ganz klar sagen. Also, da gibt es ja noch ganz, ganz viele Teilaspekte, Antibiotika-Regime, wann zu welchem Zeitpunkt was tun und so weiter. Also es ist wirklich sehr komprimiert mit sehr schönen Fällen, eben auch Fällen, wo man sagen muss, genau das sind die Probleme, da kann es auch mal schief gehen und es geht dann auch mal schief. Aber insgesamt mal auch einen Leitfaden gegeben, welcher Defektgröße was zu tun ist, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich möchte jetzt noch einen Hinweis geben an die Zuhörer, weil, Herr Garte, es ist möglich, dass man sich den Code, den wir am Anfang gezeigt habe, auch aufschreibt und den zweiten Code, die 4067, jetzt noch dazu notiert. Also für diejenigen, die später eingeschaltet haben, bitte beide Zahlen aufschreiben für die CNI-Punkte. Und es folgt eine Mailing-Anleitung, wie man der Folie entnehmen kann.
Der zweite Hinweis, man kann auch Fragen stellen über den Chat. Da gibt es eine, und zwar vom Dr. Graf aus der Unfallklinik in Offenburg, der fragt, es geht um die Maskelet-Technik. In der Ursprungsstudie hatte Maskelet dafür plädiert, keinen antibiotikahaltigen Zement zu verwenden. Hat sich das in der Studie aus 2000 geändert? Und er schreibt, sonst mag das die Infektrate mit erklären. Kannst du dazu vielleicht was sagen? Ja, also ich glaube, auch Maskelet hat es inzwischen geändert. Ob er es 2000 in dieser Studie schon geändert hatte, das kann ich nicht sagen. Aber wenn man sich diese Folie anguckt, sieht man diese Infektraten nicht nur in dieser Studie, sondern in allen anderen Studien zieht sich das durch, dass es auch dort die entsprechenden Infektraten gab, jedoch bei weitem nicht so infektiös, wie es das in, zum Beispiel auch mit dem Fixateurtransport und so weiter ist. Also die Maskelet-Membran und das Maskelet-Verfahren, insbesondere mit dem antibiotikumhaltigen Zement, ist sicherlich ein sehr gutes Verfahren, das man insbesondere bei diesen mittleren Defekten sehr schön nehmen kann. Bei den größeren Defekten glaube ich einfach nicht, dass wir damit eine ausreichende Durchmauerung hinbekommen für größere Defekte. Durch die Euphorie auch ein bisschen gelegt, muss man sagen. Ja. Der Maskelet hatte ja vor einigen Jahren einen echten Hype in jedem Kongress, die Maskelet-Verfahren. Und man hat die Indikation etwas ausgeweitet, wie das eben bei neuen Verfahren dann auch passiert, weil man gute Ergebnisse hat, denkt man, das geht für alles, es geht aber nicht für uns. Bei den großen Effektsituationen sieht man sehr viele Komplikationen, dieses 25 cm Maskelet. Das muss man mir erstmal zeigen. In der Tumorchirurgie könnte ich mir das vorstellen, im infizierten Knochen, glaube ich, kann ich sagen. Das ist ein wichtiger Stichpunkt, infizierter Knochen, Knochenheilung im Infekt, das ist eben das Thema auch an die Antibiotikumregimen. Konsequent muss der Effekt bekämpft sein. Brennt der Infekt durch die die Distraktionsosteogenese aus? Auch das wird ja diskutiert, ob das dann durch die Angiogenese der Distraktion ja auch nachzuweisen ist, positiv auf den Infekt auswirken, ist da auch Konzept. Also, man muss sagen, wenn wir jetzt das Passverfahren beispielsweise angucken, haben wir ja relativ wenig Reinfekte. Da kann man das schon suggerieren. Wir führen trotzdem eine Antibiotikumtherapie parallel dazu weiter durch. Und wenn man sich dann die Infektraten gerade beim Fixatoren extern anschaut, ist ja eben auch die Frage, kommen die Infekte nicht einfach durch den Pilz zustande? Und der eigentliche Infekt ist da nicht durch den Transport oder den vorgestellten Infekt generiert. Von daher spricht vieles dafür, dass wir dann eine gute Infektprophylaxe durch diesen Transport bekommen. Sonst würde wahrscheinlich nicht so viele von diesen internen Verfahren funktionieren, wie es bisher bei uns geklappt hat. Das ist ja auch so ein bisschen ein Paradigmenwechsel, den ich auch erlebt habe. Anfang der 90er Jahre würde ich miterleben, wie die Technik von Lysar ja auch ähnlich euphorisch wie andere Verfahren eingeführt wurde und auch immer heute noch einen guten Stellenwert hat. Das muss man ohne Zweifel sagen. Also großartiges Verfahren, auch erkennen, dass der Knochen durch die Distraktion sich regeneriert und neu bildet, dass sich ein Röhrenknochen ausmacht. Aber die Komplikationsrate war eben damals auch sehr hoch. Und die Erkenntnis, dass es auch mit dem internen Verfahren im Infekt geht, hat es das mit der Stabilität auch zu tun? Davon muss man ausgehen. Also ich glaube, das interne Verfahren ist ja für viele sämtliche Chirurgen, die das schon etwas länger betreiben, ein absolutes No-Go. Ich glaube gerade, wenn wir das so zweizeitig machen und dann später die Antibiotikatherapie anschließen, da ist noch ein Fall, die wir müssen diese Antibiotikatherapie machen. Dazu können wir dann vielleicht im nächsten Kolloquium mal wieder zu berichten, weil auch da finden gerade ganz viele Studien statt, wo man sich Gedanken dazu macht, dass man in 6 Wochen, dass man 12 Wochen Antibiotikatherapie geben. Also ich glaube, dass wir damit schon die Möglichkeit haben, auch interne Verfahren durchzuführen. Was ich noch nicht das Antibiotikum während des gesamten Transports. Nein, nehmen wir also 6 Wochen. Erste sechs Wochen. Wenn wir jetzt sagen, die infizierten Endoprothesen, ist zwar nicht das Thema, aber da wird jetzt zum Beispiel gerade darüber, muss man eigentlich davon ausgehen, dass man besser in 12 Wochen Antibiotikatherapie possible zu bilden sollte. Gibt es noch Fragen? Nein, aktuell nicht. Vielleicht noch von meiner Seite ein Statement zu diesen Patienten mit den sächsischen Verläufen, die ja oft ein ähnliches Muster haben. Also Patienten, die Compliance nicht so ernst nehmen. Sie haben es gezeigt, Diabetes, Rauchen ist ein großes Problem in der Umgebung.
Patienten, die Gefäßerkrankungen und Gefäßerkrankungen haben, große Weichteileffekte, große Segmenteffekte. Diese Interdisziplinarität, die wir ja hier in so einer Spezialitäten waren, nicht in so einer Arzneimittel, festetablierte Disziplinität, dort möchte ich auch diskutieren, diese Fälle. Wo sehen Sie da den Stellenwert dieser Interdisziplinarität? Unbedingt, also gerade das war es. Unsere septischen Patienten haben alle ein bis drei Nebendiagnosen aus diesen bekannten Nebendiagnosen, die dazu führen, dass der Knochenheil, dass die Weichteile schlecht sind. Und wir wissen einfach, für eine gute Knochenheilung brauchen wir auch eine gute Weichteildeckung. Und insbesondere da sind wir sehr froh über die Kooperation mit Professor Knierer und seinem Team aus der plastischen Chirurgie, wo wir wirklich eine gute Zusammenarbeit haben und da eng zusammenarbeiten und dann wirklich für diese Patienten mit der guten Weichteildeckung auch eine bessere Knochenregeneration erhalten können. Absolut. Und dann nicht nur die Plastik da, die Weichteileffekte, ja auch die vaskularisierten Knochen, Transplantate uns ins Leben, sondern auch der Internist, der schon in der besseren Behandlung, genau. Ja, als C5 der Gefäßchirurgen. Zusammenarbeit mit den Gefäßchirurgen und den Ludwigshafen. Also, ich glaube, das ist schon wichtig. Das ist enorm wichtig für den Erfolg. Ja. Wir sehen es immer wieder, wir bekommen dann Patienten mit Weichteileffekten, da sollen wir dann überlegen, Segment und Weichteileffekt, Lappen drauf, Segmenttransport. Und vorher ist noch das eigentliche Kernproblem nicht angegangen. Wir haben gerade wieder einen Fall, ja. Als Musterbeispiel auf Station wegen des Gewebe untergegangen, nach einer Stromgedankenfraktur, aber eigentlich ist es untergegangen, weil es ein Gefäßpatient mit dem Bauch ist. Also das muss unbedingt mit berücksichtigt werden. Und vielleicht auch noch so gegen Schluss, man muss auch, das haben Sie ja bei dem Einfall auch gesagt, mit den Patienten überhaupt Operationen sprechen. Man muss ehrlich aufklären über den langen Weg, den wir vor sich haben, über das funktionelle Aufkommen. Natürlich ist eine belastbare eigene Extremität einer Prothese vorzuziehen, in der Regel, aber die schmerzhafte Stelle ohne wesentliche Funktion ist vielleicht auch nicht das, was ein Patient und der Behandlerarzt gemeinsam über einen extrem langen Weg anstellen sollte. Gerade wenn man die Fixaturtransporte sich anguckt in dieser Arbeit, ist auch aufgeführt, wie das funktionelle Ergebnis ist einfach schlecht, muss man sagen. Das Gelenkpunktstellungen an den Wehrerrückung. Dann haben die Patienten danach ein einigermaßen steifes Bein und dann bekommen viele auch nicht sehr recht. Von daher sollte man da zumindest drüber nachdenken. Ja, sehr gut, Herr Dr. Das war's. Das war's. Ich habe schon gesehen, die ersten haben ihre Punkte beantragt. Das läuft automatisch. Ich schreibe quasi diese Punkte ihren Konten gut. Falls es da Probleme geben sollte, melden Sie sich. Ansonsten sende ich Ihnen zusätzlich noch per E-Mail eine Teilnahmebescheinigung, zumindest an die, die Ihre Codes adäquat oder in der ungefähren Art und Weise übermittelt haben. Dann noch vielleicht ein Wunsch von uns, geben Sie uns ein bisschen Feedback. Wir sind ja jetzt neu in diesem Medium des webbasierten Kolloquiums. Wir können uns vorstellen, dass sich das auch etabliert, auch in die Präsenz wieder möglich ist, so wie ich es am Anfang gesagt habe, oder für die Kollegen, die vielleicht für die es zu knapp ist, um 17 Uhr bei uns in der Klinik zu sein, oder die eine längere Anreise haben, sagen, ich höre da mal rein. Wir freuen uns natürlich auch über mitgebrachte Fälle, aber auch über Fälle, die Sie uns vor Kolloquium per E-Mail oder so irgendwas zusenden. Auch das können wir natürlich leisten, dass Sie uns sagen, wir. Ich habe hier etwas, was man im Kolloquium dann mal als Fall diskutieren könnte. Denn diese Falldiskussionen, die sind das Salz in der Suppe, da kann man ungemein viel lernen. Und ich glaube, wir haben weiter viele Fälle heute gezeigt, die man alle einzeln auch lange diskutieren könnte. Und die wir auch alle einzeln sehr, sehr lange diskutiert haben, bis sie dann hoffentlich zu einem guten Aushaltsergebnis gekommen sind. Ja, dann nochmal ganz herzlichen Dank, Herr Gartner und Jan. Auch vielen Dank für die technische Unterstützung, Organisation von diesem Meeting. Und dann möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Was ich heute nicht sagen muss, ist eine unfallfreie Heimfahrt. Sofern Sie noch an Ihrem Arbeitsplatz sind, wünsche ich Ihnen natürlich auch. Und ansonsten einen schönen Feierabend. Alles Gute und wir freuen uns aufs nächste Kolloquium im Februar. Wie immer am 2. Mittwoch um 17 Uhr. Tschüss.